Hey, Schuss, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Ratchet & Clank 3. Ich bin Chess und Löhne 5. Und heute geht's nach Metropolis. Oh mein Gott. Metropolis mit meiner jetzigen Rüstung. Nur mal so. Ich habe jetzt ja noch die erste Rüstung, die man sich hätte kaufen können. Wobei ich mir jetzt schon die Möglichkeit hätte, mir die Aegis Mark zu kaufen. Die zweitstärkste, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Und ja. Es hat schon angefangen. Dr. Nefarius muss hier irgendwo sein. Bist du sicher, dass du in Ordnung bist, Clank? Er sollte mal deine Schaltkreise checken. Wie gefällt Ihnen mein Sondermodell, Clank? Es heißt Clank. Ihr trotteliger Freund scheint Clank zu mögen. Vielleicht heißt Ihre Serie ja bald Geheimagent Clank. Hast du das gehört, Lawrence? Geistreicher denn je, Sir. Ja, genau. Nicht wahr? Heute bricht ein neues Zeitalter an. Jahrelang habe ich es geplant. Unzählige Rückschläge erduldet. Doch bald ernte ich den Lohn dafür. Sie können nicht siegen. Ratchet macht ihrem Wahnsinn ein Ende. Das einzige Ende, das ihm bevorsteht, ist sein eigenes Lebensende. Und Sie werden es mit ansehen. Es ist nicht so, als ob er einfach durch die Gitterstäbe hätte durchgehen können, ne? Also wie gesagt, ich habe jetzt ein kleines Problem. Ich bin zuversichtlich, dass ich das kann. Also, so viel sage ich euch mal. Ich bin zuversichtlich, dass ich das kann. Das Überleben. Nur, es wird alles andere als leicht. Ich brauche nämlich wirklich die neue Rüstung. Seht ihr, das tut weh. So. Ja, wir müssen da echt ein bisschen jetzt vorsichtig sein. Mit allem. So. Nämlich hier gibt es nämlich noch was zu holen. Shit. Okay, Glück gehabt. Oh Gott, die leveln auch noch auf. Sehr schön. V4. Jetzt aber. Shit, ich sehe nichts. Gott, bin ich ein super schlechter Schütze. Übrigens, wenn ihr keinen Bock habt, das Spiel durchzuspielen, komplett auf 100%, geht um 3 Uhr nachts hier rein. Dann kommt ihr auch in das Insomniac-Museum. Darum geht das nämlich, das Ganze. Wenn man das Spiel zu 100% durchspielt, sprich alle Trophäen hat, kommt man ins Insomniac-Museum. Ihr könnt aber auch diesen Teleporter, den ich euch da gerade gezeigt habe, benutzen, wenn ihr genau um 3 Uhr nachts da reingeht. Dann funktioniert der Teleporter. Und der bringt euch ins genau gleiche Insomniac-Museum. Also von daher, wenn ihr irgendwann nachts mal nichts zu tun habt und keine Lust habt, das Spiel komplett durchzuspielen, dann macht das so. Ganz ehrlich. Warum auch nicht? Also das Spiel gibt einem die Möglichkeit. Man muss halt nur wissen, dass man da nicht immer direkt ran kann. So, und jetzt. Jetzt wird's, glaube ich, gleich witzig. Oder? Nee, noch nicht. Oh, hallo. Weg. Ich mache mal hier ein bisschen Vorsorge. So. Alter, ist noch einer. Nicht mehr. Ich wollte nur sicher gehen. Weil der kommt denn jetzt hier nämlich nicht mehr rein. Der wäre sonst nämlich hier durchgekommen und da hätten wir ein Problem gehabt. Hier ist auch eine Trophäe nur nebenbei. Die Scrunch-Trophäe. Ich glaube, das war der hässliche Affe. Ew. So. Es ist
so weit. Jetzt wird's schwer. Kritisch. Herausfordernd. Egal. Zukunft dieser Galaxie. Die Zukunft meiner Wahl. Oh, pardon. Sagten Sie etwas, Sir? Das Aktivierungsgerät. Jetzt. Seht. Das letzte Kapitel der Galaxiegeschichte. Die Ära der Roboter. Du bist mein Robo-Lover. Deine Liebe lässt meine Zündkerzen springen. Liebe Güte, das war Ihr Casting bei Die Galaxie sucht den Superstar, oder? Mein Fehler, Sir. Bitte vielmals um Verzeihung. Absolut, Sir. Weitermachen. Ich darf ein Problem vorstellen. Diese Biester halten jetzt mehr aus und teilen mehr aus. Ihr seht, wir brauchen für diese Winzlinge jetzt schon 2 Schläge mit unserer Peitsche. Es hat sich einiges jetzt dadurch verändert. Wie gesagt, die halten jetzt mehr aus, teilen mehr aus und dieser Panzer hat eigentlich gar keinerlei Existenzberechtigung. Auf Wiedersehen. Boah. Das Gute ist, hier in Metropolis gibt es einiges an Kohle. Unter anderem auch hier Multiplikator, über den ich sehr dankbar bin, wenn ich jetzt mal ehrlich sein darf. Den ich schön verhauen habe. Super. Dieser Multiplikator war jetzt also volle Möhre für den Arsch. Gut, Scheibenpistole V3. Da die jetzt aber auch mehr austeilen und einstecken können, kriegen wir dadurch aber auch mehr Erfahrung. Zumindest etwa. Hallo, du Arsch. Du blödes Mistding. Super. Selbe Situation wie vorhin. Nur nicht unbedingt besser. Wenn wir ihn dann natürlich... Irgendwie hat er sich da an die Seite geportet. Das hat er mit Skill getan. Find's halt, wie gesagt, geil, dass ich jetzt noch... noch nicht einmal wirklich wegen meiner Rüstung übergroße Probleme haben. Wir können übrigens, obwohl sie jetzt Maschinen sind, kann ich sie trotzdem noch mit meinem Infektor treffen. Und mein Infektor müsste jetzt eigentlich... Ja. Das hat gut funktioniert. Okay. Oh, shit! Okay. Das hat irgendwie funktioniert. Und das Fluxgewehr ist V5. Sehr schön. Das Spaltgewehr. Einfach, das Spaltgewehr ist einfach übermächtig irgendwo. Ich möchte euch sowieso da mal kurz was zeigen, nämlich unter Waffen. Da können wir nämlich auch sehen, wie viel Kraft die jeweilige Waffe hat. Das macht, deswegen habe ich immer gesagt, manche Waffen sind schwach, manche stark. Das ist einfach mal dieser Vergleich. Und so der Infektor hat eigentlich eine ziemlich hohe Kraft. Nur wenn wir uns dann nachher mal die Hydra kaufen, werdet ihr sehen, das ist ein ziemlich krasser Unterschied. Das Ding hat 2800, 600, 1400 und die haben 1200. Also, ihr seht, glaube ich, wo ich mit meiner Aussage hin will. So, den Vernichter müssen wir auch mal wieder benutzen. Das hat funktioniert. Und der Rest haben die kleinen Bomben erledigt. Ich bin aber echt erstaunt, wie ich gerade hier durchkomme eigentlich. Mit der Magma-Plattenrüstung. Weil eigentlich... müsste ich jetzt ein toter Lombax sein. Ein sehr toter. Ich hab's hinaufbeschworen, ich weiß. Ich musste es ja auch unbedingt hinaufbeschwören, nicht wahr? So. Aber wir haben ziemlich viel Geld und wir bekommen auch mittlerweile jetzt ja wesentlich mehr Geld. Von daher
So. Was mache ich denn jetzt mit euch? Ach ja, genau, ich habe ja immer noch dich. Boom. So, du Blödmann, ne? Zieh ab! Geld, 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 Geld. 130.000. Ich brauche echt Geld für eine bessere Rüstung. Ich bin schon wieder tot. Oh Gott, nö. Das kann doch nicht wahr sein. Problem ist, ab dem jetzigen Moment gibt es auch nicht mehr wirklich zurück. Wir können jetzt nicht einfach zurückgehen, leider. Beziehungsweise wir könnten, aber das macht das Ganze dann ein wenig, ja. Wir müssen dann einfach nochmal da hier durch. Nur mit nochmal den Gegnern, und das ist dann halt das Problem an der Sache. So, dazu. Gut, das hat funktioniert. Das Spaltgewehr ist jetzt auch V5. Damit haben wir also auch ein Problem weniger. Du bist V3. Die Klingen machen zum Glück auch unheimlich viel Schaden. Habt ihr ja vorhin auch gesehen. Habe ich euch ja mal bewiesen, dass die Dinger Schaden machen. Genau wie der Infektor eigentlich. Da. Arbeitet für mich. Jetzt brauche ich ein Schild. Sogar zwei. Sicher ist sicher. Nur für den Fall, dass die wiederkommen. Ja! Genau damit habe ich gerechnet. Ja, damit habe ich gerechnet, dass genau das passieren wird. So. Rest kriege ich selber hin. Irgendwie. No. Abgelehnt. Also eigentlich könnte man mit dem Spaltgewehr auch locker das gesamte Spiel durchballern. Und zwei Schuss davon. Und halt der Moment hier, wo man den dann nicht treffen kann. Er war derjenige, der mich eben gerade gekillt hat. Und jetzt könntet ihr die... Jetzt könnt auch die, ihr diejenigen sein. Oder auch nicht. Abgelehnt. So. So. Einmal den Refraktor. Tudelüt. Aber wir haben es auch schon fast geschafft. Also das, was wir machen müssen. So. Einmal Refraktor. Das kommen, da werden jetzt nochmal welche erscheinen. Da muss ich auch mal gucken. Jetzt gehen mir langsam die Optionen aus. Ich glaube, das ist meine Option. Oh, das war auch nicht schlecht. Da, Clank, da ist Dr. Nefarius und der komische Butler. Und sie haben Clank. Sie, haben dich gefangen. Was geht ab? Ich sollte mir jetzt irgendwie total blöd vorkommen. Es ist wohl eher unwahrscheinlich, dass er der Böse ist. Ja. Wohl eher nicht. Ich hab so viel gelacht heute. Ich hab Seitenstechen. Ich muss zugeben, Ratchet, du warst ein viel würdigerer Gegenspieler als dieser Volltrottel Quark. Kunststück. Muss ich noch eine Galaxie erobern. Darum ist jetzt Schluss. Schade, dass du nicht miterlebst, wie die anderen Matschis sterben. Matsch, Matsch. Naja, du weißt schon. Ah,
Und somit starten wir auch in den Kampf gegen Clank. Clank ist nicht unbedingt der schwerste Boss, den wir hier haben. Aber er macht schon Schaden, wenn wir nicht aufpassen. Ich habe die dumme Kugel von ihm gerade nicht gesehen. Das war das Problem. So. Nämlich habe ich hier ein paar Spielzeuge für dich. Und dann macht er natürlich einen Abflug. Ganz toll. Ja, die Raketen von ihm machen nicht wirklich den Schaden. Es ist vielmehr diese eine Kugel, die er da abfeuern kann. Das ist das Schlimmste, was euch treffen kann von ihm. Diese Raketen sind da weniger schädlich. Kann doch nicht wahr sein, oder? Ah, die Energie kann ich gut gebrauchen. Ich darf mich nur davon nicht nochmal treffen lassen. Deswegen muss ich da ein bisschen gucken. So, jetzt bleib da bitte mal ein bisschen, damit ich dich auch treffen kann. Oh mein Gott. Nein, 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 nein! Nö. Weil wir haben immer noch Clank noch nicht. Das heißt, wir haben immer noch keinen Helisprung. Nur mal so. Aber er mag keine Kreise klingen, merke ich. Oh mein Gott, ich lebe sogar noch. Ich habe es jetzt einfach mal kurz mit dem Spaltgewehr gemacht. Das wurde mir zu riskant. Tut mir leid, Ratchet. Das ist alles meine Schuld. Mach die Klappe zu, Clank. Nefarius ist schuld und dafür wird er bezahlen. Für Metropolis, für Quark und fürs Gate. Und wir beide kümmern uns drum. Komm, wir hören ab, bevor wir noch draufgehen. Oder Schlimmeres. Ja, nämlich, jetzt sollten wir wirklich erstmal abhauen. Und ich sollte erstmal wieder zurück und, shit, ich hätte da noch Geld rausholen können. Egal. Jetzt ist für mich persönlich... hat gerade die ganze Stadt in Roboter verwandelt. Sogar die Tyrannoiden. Du musst Nefarius aufhalten, bevor er ihn noch einmal einsetzen kann. Nämlich, es gibt hier noch Missionen, die wir erledigen können. Faktor ist, ich weiß, ich brauche noch 100.000 für die neue Rüstung. Ich würde dann einfach die eine Rüstung überspringen, sofern das überhaupt geht. Ich weiß das gar nicht. Ich werde es einfach mal versuchen. Deswegen sammle ich jetzt noch mal ein bisschen Geld. Weil ich habe das überlebt, ich werde wahrscheinlich auch den Rest irgendwie überleben. Da bin ich irgendwie selbstbewusst genug irgendwie. Die Tyrannos haben in der ganzen Stadt Sprengsätze gelegt. Sie brauchen das Haberschiff, um sie alle rechtzeitig zu entschärfen. Eigentlich, naja, okay. Das ist eine ziemlich schnelle Mission. Ihr müsst einfach nur durch die Gegend dödeln, einmal die großen spinnartigen Dinger da kaputt machen. Und das Gute hierbei halt ist, eure Rüstung wirkt sich halt nicht auf die Energie vom Schiff aus. Deswegen macht es das Ganze eigentlich ziemlich einfach. Geht's auch ein bisschen schneller. Ja, ja. Die Jungs sind leicht nervös. Unmöglich. Problem gelöst. Es überlebt. Ich meine, wir haben natürlich nie an ihnen gezweifelt. Das sind nochmal 10.000. Dann Häuserkampf. Wir gehen direkt. Wir machen erstmal direkt weiter. Ich versuche das ohne die weiteren Rüstungen. Und wie gesagt, ich weiß halt nicht mal, ob ich überhaupt eine Rüstung einfach überspringen kann. Also ob ich mir einfach die Aegis Mark hole, ohne die alte, die davor gekauft zu haben. Ich weiß nicht, ob das geht. Ich hoffe einfach. So. Sie kommen vom Turm. Vom Türmchen. Oh, die Musik hier ist geil. Ihr bleibt schön weg. Du bleibst schön weg.
Also man merkt wirklich definitiv, dass die Gegner hier stärker werden, nachdem sie robotisiert wurden. Das ist ein unwidersprechlicher Fakt für mich. Deswegen muss man da immer ein bisschen gucken. So. Den einen hat's da eben schon runter. Wow! Da kommt was. Der hält sich da hinten ganz toll. Jetzt nicht mehr. So, ich lasse das mal meine Agenten ein bisschen machen. Ihr seht, der Schaden, den wir auch bekommen, der ist ziemlich, ja, hoch. Zu hoch. Für meinen Geschmack. Deswegen. So. Oh, Nanotech, das war genau das Richtige. Die sind überall. So, da haben wir schon mal vorgesorgt. Ja, den Kollegen haben wir auch. Bis auf das, wo meine Turrets jetzt gerade hingehen. Scheiße. Huahasch, geh weg. Boah, ich möchte ihn da hinten loswerden. Und ihr kämpft mal für mich, hoffentlich. Nee, irgendwie. Das wird ja langsam zur Gewohnheit, dass sie unsere Haut retten. Ja. Aber irgendwann revanchieren wir uns. Turmangriff. Auf jeden Fall. Das im nächsten Part von Let's Play Ratchet & Clank 3. Bis zum nächsten Mal. Ja, Leute.